Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Euro Truck Simulator 2, meine lieben Leute. Hier heute mit dem schönen alten MAN F2000 Evolution von, ja, XBS und dem Kügelauflieger von dem lieben Dotec. Und ja, ich würde sagen, wir stehen hier in Düsseldorf und starten einfach mal den Motor. Ja, da schnurrt das Kätzchen. Und dann wollte ich heute noch mal eine kleine Tour mit euch fahren im Rahmen des, ja, aktuellen World of Trucks Event Destination Hannover. Auch wenn ich persönlich das Ziel von 7 Frachten dahin zu fahren schon erreicht habe, will ich trotzdem gerne noch mit euch eine Tour gemeinsam machen. Und diesmal fahren wir vom Standpunkt Hannover aus, bleiben also in Deutschland auch eine gute Tour, da noch erstmal die Fracht noch auf. Ist mal ein bisschen anders, da würde ich auch mal so ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ja, bei den einen Touren haben wir die Fracht ja bereits geladen und müssen eigentlich schon noch losfahren. Bei anderen Touren, wo vielleicht auch die Strecke gar nicht so lange ist, da kann man sich auch ruhig mal die Zeit nehmen und dann, ja, die Fracht erstmal aufladen fahren und dann losfahren. Vielleicht nochmal die Strecke umstecken, so rum. Und ja, einfach ein bisschen entspannt fahren. Und das soll hier auch als ganz normales Video rauskommen. Ich hoffe, ihr hattet bisher schon eine angenehme Woche. Wenn alles gut geht, kommt es am Mittwoch. So, dann fahren wir mal hier auf das Gelände von Eurogoodies. Da sollen wir unsere Fracht aufnehmen. Natürlich versuchen wir, uns hier ganz normal hinzustellen, damit das hier auch alles läuft. So, ich finde es ja sehr schön nach wie vor, dass SCS die alten Firmen hier nochmal überarbeitet hat mit den Designs. Das macht so auf jeden Fall schon mal was her. Natürlich, das Gelände ist nach wie vor das alte vom Layout her. Aber trotzdem, alleine schon, dass die Logos bearbeitet wurden und einfach auch das Design, das hat schon wirklich eine gewisse Erfrischung hier im Euro Truck Simulator 2. Und ich habe da auch nicht jedes Mal irgendwelche Firmenmods aktiv. Manchmal kann man das mal machen. Aber ich auch manchmal einfach gerne mit den Firmen, die hier im Spiel sind, und jetzt, wo die Designs überarbeitet wurden, kann man das ja ruhig wieder machen, des Öfteren. Dann laden wir mal die Fracht hier ab, wir haben also geladen für die Messe in Hannover, für die Hannover Expo, verpackte Lebensmittel, 18 Tonnen, und die sollen natürlich sicher und heile ans Ziel gebracht werden. Deswegen hat die Hannover Messe uns beauftragt, mit dem schönen alten MAN F2000 das Ganze über die Bühne zu bringen. Und wir stehen, wie gesagt, in Düsseldorf, wollen nach Hannover. Und ich würde sagen, wenn ich mir die Karte so ansehe, wäre auch ein bisschen Landstraße dabei. Aber ich hätte Lust, mal die Kasseler Berge wieder zu fahren. Also hier rum. Dann werden aus 266 Kilometer 463, ist zwar ein leichter Umweg, aber dann fährt man auch mal hier von der anderen Seite in Hannover rein. Also ja, kann man durchaus machen, wie ich finde. Und da würde ich sagen, lassen das einfach so, fahren ein bisschen Kasseler Berge. Und dann passt das. So, 460 Kilometer liegen vor uns. Dann starten mal wir die Tour hier ganz gemütlich. Ja, auch mal ganz normal Euro Truck Simulator 2. Das tut auch gut. Ich muss auch sagen, es war sehr erfrischend für mich. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist. Könnt ihr mir natürlich auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich fand es, wie gesagt, sehr erfrischend, dass es ein neues Event mal wieder gab nach langer Zeit für den Euro Truck Simulator 2. So war ich halt auch wieder motivierter, ETS 2 zu fahren, weil wenn ich die Wahl habe, mich dann doch meistens für den ATS entscheide. Und da ja mit dem neuen DLC momentan für mich eben ein bisschen mehr Argumente da sind, ATS zu fahren als ETS 2. Und ja, ETS 2 war so ein bisschen eingeschlafen tatsächlich bei mir, und das Event kommt doch zum rechten Zeitpunkt. Die Geschenke sind auch ganz toll, vor allem dieses Hologramm, also dieses leuchtende Ding da von dem Zukunfts-LKW. Finde ich sehr schön, habe ich mir direkt mal in die, ja, in diverse LKW reingesetzt. Können wir nachher mal gucken, dann wähle ich vielleicht mal ein LKW, wo ich das nicht drin habe. Können wir ja mal gucken, wie das aussieht, für die, die es noch nicht wissen. So. Aber wie gesagt, einfach mal so ein bisschen gemütlich durch Deutschland cruisen hier im ETS 2.
mit dem schönen MAN. Also ich fahre den sehr, sehr gerne hier, den F2000. Ich finde es immer wieder schade. Kann ich mich nur wiederholen und das auch wieder wiederholt betonen, dass so ein grandioser LKW leider nicht im Steam Workshop vertreten ist. Ich meine, klar, das ist natürlich jedem frei überlassen. Ich bin natürlich trotzdem dankbar, dass der liebe XPS uns die Mod hier kostenlos zur Verfügung stellt. Und er hat auch eine eigene Homepage. Da könnt ihr gerne mal in die Videobeschreibung reingucken. Ist alles verlinkt, genauso wie der Kögelauflieger auch verlinkt ist. Den ich auch sehr, sehr schick finde von Lotec. Aber da ist natürlich nochmal so dieses, ja, Plus, ja, dieses extra mehr, dass halt das Ganze von Lotec immer im Steam Workshop drin ist. Genauso wie seine wunderbaren MP2 und MP3 LKW. Und hoffentlich dann auch bald irgendwann in Zukunft sich dann noch ein neuer Mercedes-Benz Actros zugesellt. Ein New Actros. Ja, und das dann vermutlich auch im Steam Workshop gefunden sein wird. Finde ich sehr lobenswert, finde ich sehr klasse. Und ja, da kann man natürlich auch gerne mal was spenden. Bei der einen oder anderen Mod gibt es ja auch einen Donation-Link, gerade auch im Steam Workshop. Da kann man durchaus mal, wenn man ein bisschen Mods öfter und gerne nutzt, kann man ja mal was dalassen für eine Aufmerksamkeit. Je nachdem, wie es natürlich auch finanziell im einen steht. Aber ja, habe ich auch schon ab und zu mal gemacht. Also, ich glaube, da hinten hat es gekracht, ne? Oh je. Da ist was mehr los. Mal ein bisschen bremsen hier. Ah, ist gefährlich, ne? Hier mit dem Feldbinder, glaube ich. Vielleicht ist da irgendein Gefahrgut oder so drin. Aber auch die Blinker-Sounds, ne, hier im MAN immer sehr, sehr entspannend. Also, ich fahre wirklich gerne hier mit dem MAN. Und dann mal ein paar Kasseler Berge. Ja, wieso dann nicht, ne? Also, hat schon ein bisschen was Nostalgisches hier. Ein sehr schöner LKW. Ich habe auch den so ein bisschen simpel belassen mit Kunststoff und dann den Trailer natürlich auch so ein bisschen mit Schwarz versehen, dass es auch farblich so ein bisschen aufeinander abgestimmt ist. Dann den MAN-Löwen so ein bisschen auch in Rot, wie das vom Kübel das Rot ist. Also da versuche ich mal alles so ein bisschen, mal Daumen sage ich mal, aufeinander abzustimmen von den Farben her. Aber das Einzige, was mir jetzt aufgefallen ist, es gab ja letztens ein Update über den MAN. Das ist auch das Aktuelle, was ich gerade hier fahre, habe ich schon das Update gemacht. Aber seitdem ist mir aufgefallen, dass hier links vorne bei der Fahrerseite das Fenster jetzt geöffnet ist, dass da so ein kleines Flackern ist in der Scheibe hier. Hier vorne diese schmale Scheibe, sage ich mal. Zwischen Frontscheibe und Seitenscheibe. Da diese, ne? Ah, da flackert es manchmal. Ich weiß nicht, ob ihr das im Video auch so gut sehen könnt. Aber jetzt, ich hier vom Bildschirm sehe das auf jeden Fall, das flackert ordentlich. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf der anderen Seite ist, da wo jetzt das Spiegel zu sehen ist. Scheint es nicht zu sein. Komisch. Ich log mal hier so ungefähr 4 oder 85 ein. Bin jetzt auch gar nicht so genau messbar mit den analogen Anzeigen. Aber ja, das wird dann eine normale Geschwindigkeit von LKW auf deutschen Autobahnen. Und dann fahren wir so ein bisschen durch Deutschland. Haben natürlich auch hinten den MAN-Schmutzfänger dran gemacht. Bei dem Kügelauflieger. Wirklich auch insgesamt ein sehr schönes Erscheinungsbild hier, das Gespann. Hab wieder richtig Schluss hier. Runde mit der 2. Ich habe eben schon die Premiere aufgenommen fürs Wochenende. Da soll es dann im ATS eine Runde Absurdistan wieder geben mit einem, ja, 11x XL Road Train, also 11 Auflieger an der Zahl, 150 Meter Aufliegerlänge. Das sind schon mal ein paar Eckdaten. Und ich denke, das ist auch soweit ganz gut gelaufen. Würde ich mal so selbst einschätzen. Das Einzige, was ich jetzt schon mal vorwegnehme, es ist am Ende leider das Spiel eingefroren. Ja? Das heißt, ich konnte die Fracht also nicht auch in der Aufnahme abgeben, habe das dann hinterher, musste den PC neu starten, musste dann nochmal ins Spiel, habe dann die Fracht nochmal abgegeben, aber ich stand dann schon bei der Abladefirma, so ist es nicht, also wir sind eigentlich dann schon die Tour bis zum Ende durchgefahren. Ja, ihr könnt das dann auch alles sehen am Samstag dann in der Premiere, vermutlich dann gegen 18 oder 19 Uhr, muss ich mal gucken, wann ich die genau hochlade. Aber wie gesagt, dann das Ende ist dann alle eingefroren. Da konnte ich halt nichts machen. Liegt halt an der Mod für die Road Train Auflieger. Und das müsst ihr halt dann auch beachten, wenn ihr die Mods nutzen wollt. So viel mal zum ATS. Ich habe auch noch
eine Folge Thief Simulator aufgenommen vorhin. Und da muss ich halt gucken, wann ich die dann hochlade. Und wenn alles gut läuft, kommt dann mal vielleicht eine erste Folge The Bus, ja, mit Busfahrer Pandaschen. Aber lasst euch da auch erstmal überraschen. Das muss alles noch hochgeladen werden. Ich muss mal gucken, wann ich das mache. Für welche Tage ich das am besten einplane. Aber da wird noch ein bisschen was kommen. Lasst euch mal überraschen. Das war jetzt mal so ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommen kann in nächster Zeit. Und jetzt sind wir aber erstmal hier im E-Test 2. Und natürlich sind auch einige von euch schon fertig hier mit dem Event, habe ich mir sagen lassen. Einige waren ja schon am gleichen Tag fertig, am Donnerstag. Ich muss ja sagen, ich bin die erste Fracht, bin ich ja mit euch gemeinsam hier im Video gefahren, von Werlte nach Hannover, ohne Werk aus. Und dann bin ich eigentlich die nächsten 6 Touren ja relativ lange Strecken gefahren. Ich bin einmal vom Süden Spanien aus gestartet, dann bin ich von Portugal eine Tour gefahren, dann war eine von Russland dabei, eine aus der Türkei und eine aus Italien und eine aus Großbritannien oben aus Aberdeen. Und ja, das waren dann jeweils etwas längere Touren und da habe ich auch ein paar Tage gebraucht insgesamt, weil ich ja, ich bin sonst auch immer relativ flott fertig mit dem Abschließen des Events, aber man hat dann halt relativ schnell dann wieder das Pulver verschossen. Also ne, dieses, ah, ich muss jetzt noch ein bisschen was machen, damit ich diese Geschenke bekomme, ist halt dieser, ja, wie soll man sagen, dieser Drang ist dann weg, weil man es ja schon erreicht hat. Aber natürlich fahre ich jetzt, wie jetzt auch, nochmal ein, zwei Touren. Es wird auch noch bestimmt ein paar weitere Touren fahren in Zukunft nochmal nach Hannover. Aber ich habe ja schon mal gesagt, für mich könnten da ruhig noch mehr Aufträge verpflichtend sein. Also gerne so, was weiß ich, 10, 12 oder 20 Aufträge. Und was ich noch interessant gefunden hätte, wäre, wenn man noch so kleine Nebenanforderungen stellt, wie das ja mal bei dem Impfstoff World of Drugs Event war, mit dem Impfstoff gegen Covid. Dass man die Fracht also unbeschädigt liefern muss, damit die noch zählt. Das wäre zum Beispiel auch so ein Faktor, dem hätte man noch mit einfließen lassen können, meiner Meinung nach, dass man also sagt, nicht nur muss die Tour mindestens 200 Kilometer lang sein, wobei ich glaube, das hat man gemacht wegen Werlte, weil das halt nicht weiter weg liegt, sondern die Fracht muss auch ohne Schaden, also 0% ja, Frachtschaden, müssen anliegen beim Abgeben der Fracht, ansonsten wird es nicht gezählt. Das wäre noch so eine Aufgabe gewesen, weil ich glaube, für diejenigen unter euch, und das sind auch nicht wenige, die dann auf TMP unterwegs waren, und sich das wirklich angetan haben, da teilweise um die 2 Stunden im virtuellen Stau zu stehen, weil natürlich einfach so viel da los war am Wochenende, ja, für die ist es wahrscheinlich dann nochmal besonders ärgerlich, weil da natürlich auch sehr viele Unfälle passieren oder Leute einen halt reinfahren und dann dadurch dann, auf man halt noch auf der Straße steht und nicht auf der Seite liegt, aber vielleicht dann schon Frachtschaden entsteht, wofür man aber nichts kann im Wesentlichen, sondern einfach jemand einen reingerast ist, wo man vielleicht dann aber schon kurz im Ziel steht. Also ich glaube, dann ist es natürlich besonders ärgerlich. Deswegen, ich habe aber, um ehrlich zu sein, noch nicht das Ganze auf TMP gemacht und ich weiß auch nicht, ob ich mir das antun werde, weil ich auch sage, also ich mag ja schon keinen Stau in Real Life. Ich brauche dann auch keinen Stau im virtuellen Leben. Also hier als LKW-Fahrer brauche ich das nicht. Ist schon frustrierend genug. Aber für diejenigen unter euch, die da ihren Spaß dran haben, ihr habt ja noch bis zum 25.09. Zeit, das auch zu erledigen. Genauso wie das Event beim American Truck Simulator mit dem Cruising Montana. Habt ihr auch noch bis zum 25.09. Zeit. Und das, denke ich mal, ist auch kein Zufall, dass es auch just am gleichen Tag endet. Ich denke, dass dann am Montag, den 26. irgendwas kommen wird. Also wahrscheinlich in der Woche dann, im Laufe der Woche werden die Betas kommen, in der nächsten Spielversion. Bis dahin sollen halt natürlich dann die Events zu Ende sein. Ansonsten geht das mit der Beta relativ schlecht. Da wird sich halt so ein bisschen im Weg stehen. Und ja, deswegen, ihr habt noch Zeit für beide Events bis zum 25.09. Holt euch die Geschenke ab. Wir werden gleich nochmal im Anschluss uns das diesen leuchtenden Zukunfts-LKW ansehen, wie der dann aussieht. Aber ja, wie gesagt,
macht es auf jeden Fall. Lasst euch Zeit. Und für diejenigen, die da wirklich TMP fahren wollen, macht es auf TMP. Also ich fand es wirklich sehr lustig. Ich habe ein bisschen mitbekommen. Wir haben dann der ein oder andere Stand und dann ist auch mal jemand da natürlich so von den Chaoten dann einfach durchgebrettert, hat sich vorgedrängelt und so. Hätte ich jetzt persönlich einfach keinen Bock drauf gehabt. Deswegen bin ich also in Singleplayer gefahren. Und ja, mein Vorschlag wäre noch gewesen, dass wir das mit Maximus nochmal gemeinsam machen im Livestream, aber soweit ich das jetzt verstanden habe, hat er das schon für sich auch selbst abgeschlossen, das Event. Also werden wir wahrscheinlich bei nächsten Sonntagstour dann auch wieder irgendwo auf einer Map oder so rumfahren, wahrscheinlich Promods, und dann halt nicht das Event fahren. So, und ja, natürlich habe ich auch mit Paloten gesprochen und ein paar mir auch geschrieben, dass sie tatsächlich dieses Jahr auch auf der IAA Transportation in Hannover sein werden. Da bin ich sehr gespannt. Wenn ihr also auch dahin geht, dann lasst mir gerne auch mal so Eindrücke da. Also ihr könnt mir dann gerne mal schreiben, wie es so war. Ihr könnt auch gerne mal Fotos oder kleine Videoaufnahmen, wenn ihr das gemacht haben solltet, könnt ihr mir gerne zukommen lassen über Instagram oder über Discord. Den Instagram-Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr natürlich gerne mir die Sachen auch zukommen lassen. Würde ich mich sehr dafür interessieren. Ich werde natürlich leider nicht da sein. Ja, weil es einfach in dem Zeitraum bei mir auch zeitlich gesehen ein bisschen eng wird und weil es auch einfach zu weit weg ist. Also ich fahre, glaube ich, um die 6 Stunden nach Hannover und ja, weiß ich jetzt nicht, ob sich das dann extra lohnt. Dieses Jahr auf jeden Fall nicht. Vielleicht mal in Zukunft, aber diejenigen, die von euch da näher dran wohnen und wie gesagt, die mir schon geschrieben haben, dass sie da hingehen werden, bin ich sehr gespannt, wie ihr das so empfindet. Und vor allem haltet die Augen auf, denn ich habe ja schon gesagt, ich habe das Gefühl, dass SCS da irgendwas auch vor Ort macht. Also klar, die haben jetzt keinen Stand und sind nicht offiziell da vertreten, aber die werden doch bestimmt auch mit ein, zwei Mitarbeitern da rum spazieren und dann auch die Kontakte pflegen, weil natürlich auch einige Partner da sein werden, wie MAN, wie auch andere LKW-Hersteller, aber auch Krone vor allem. Und es ist, glaube ich, auch kein Wunder, kein Zufall, dass wir eine Fracht vom Kronewerk ausfahren müssen und dann auch noch 2 Krone-Trailer da stehen, die dann nochmal beschriftet sind extra für die Hannover-Messe-Aktion mit dem Stand und der Halle, wo sie halt vertreten sind. Das, denke ich, wird alles kein Zufall sein. Und deswegen ist natürlich der Raum der Spekulationen bis zum 25.09. extrem groß. Einige haben ja schon geschrieben, vielleicht kommt ja ein neuer Trailer von Krone. Da haben wir uns auch schon mal ein bisschen hingesetzt im Discord, haben geguckt, okay, ja, was ist denn da eigentlich noch bei der Produktpalette von Krone vertreten, was wir noch nicht im Spiel haben. Und da sind natürlich ein paar Sachen, die interessant sein könnten, zum Beispiel die Wechselbrücken. Aber ob die dann wirklich kommen, ja, das ist natürlich dann wieder ein anderes Thema. Wäre natürlich schön. Dann gibt es noch ja, neue Trailer-Arten, die auch eine Achse angetrieben haben mit einem Elektromotor als zusätzliche Hilfe, und das soll natürlich dann auch nochmal Sprit und alles einsparen und effektiver sein. Also auch sowas könnte vielleicht kommen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das dann auch so umsetzen, dass man da wirklich irgendwie, sag ich mal, von der Dynamik her, von der Effizienz her einen Unterschied merkt. Das wird dann wahrscheinlich nur optisch sein, der Trailer, und das war's. Also das mit dem Elektroantrieb auf der einen Trailerachse wird wahrscheinlich so nicht umzusetzen sein. Würde mich auf jeden Fall wundern, wenn dem so wäre. Also das könnte aber, wie gesagt, sein. Ein Krone-Tuning-Pack, wie auch einige schon geschrieben hatten, das halte ich auch für sehr, sehr unwahrscheinlich, weil ich mich jetzt auch nicht erinnern kann, dass ich schon mal wirklich einen getunten Auflieger gesehen haben sollte. Also klar, da gibt es natürlich auch kleine Marken wie Hella oder so, die dann nochmal extra Zubehör, Lampen und so weiter herstellen für die Trailer. Aber da ja auch gerade in Europa und vielen Ländern nicht alles erlaubt ist, auch da sehr, sehr viele Bestimmungen herrschen, ich kann mir nicht vorstellen. Ja, da müsste ja noch irgendwie eine andere Marke mit eingebunden werden, wie zum Beispiel HS Schoch oder so, ne? Diese Ausrüster. Kann ich mir also, wie gesagt, auch nicht so wirklich vorstellen. Und dann hatte noch jemand, und das fand ich auch sehr gut, beim letzten Video mit der Hannover Messe hatte jemand geschrieben, er fände ein Krone Landmaschinenpack sehr cool als Fracht.
Aber auch da ist ja auch, sind ja zwei getrennte Paar Schuhe. Ne? Krone Zweiler und die Krone Landmaschinenhersteller sind ja zwei verschiedene Rubriken, sage ich mal. Zwar unter dem gleichen Dach sind, aber trotzdem getrennt miteinander sind. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Krone jetzt irgendwie da Landmaschinen als, ja, als Fracht-DLC rausbringt. Aber es wäre auf jeden Fall cool. Also das würde ich total feiern, wenn man dann irgendwie einen Krone Big X oder die Sammelwagen oder ja die Häcksler-Auflieger, also alles, was man so von Krone MS zum Beispiel schon kennt, dass man das dann auf den Tieflader packen könnte. Das fände ich definitiv cool. Ne? Also die Häcksler und alles und also der Big M, ich glaube der Big X, wenn ich die jetzt richtig in Erinnerung habe von den Namen her, das würde ich definitiv auch begrüßen. Das wäre auf jeden Fall cool. Aber wie gesagt, vielleicht sieht ja der eine oder andere von euch, der dann da ist, den ein oder anderen Mitarbeiter von SCS, den man so kennt, bei dem einen oder anderen Stand. Ne? Man weiß es ja nicht. Mal sehen, was uns SCS dann in der Woche nach dem 25. bringt. Also ich gehe davon aus, dass da zumindest die beiden Beta-Versionen für ATS und ETS-2 rauskommen werden. Das ist dann die Woche vom 26. und vielleicht dann auch neue Inhalte. Und ja, MAN und natürlich auch das Feldbinder-DLC. Feldbinder hatte ich schon komplett ausgeschlossen, weil sonst wäre man nicht mit Krone jetzt nochmal so zusammengegangen für das Event. Und MAN, weiß ich nicht, es kann natürlich auch sein, dass das mit Krone nur ja, so eine vereinbarte Irreführung ist. Dass man da einfach nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit generieren möchte für Krone, auch mit der Brotdose als Geschenk und ja, mit dem Trailer und so und mit der Fracht vom Krone-Werk, dass man das nochmal so ein bisschen mit einbringen möchte, weil, wie gesagt, es gab ja kein gesondertes Event im Rahmen des Krone-Werks, was dann ins Spiel eingepflegt wurde. Aber ich kann mir ja eigentlich auch nicht vorstellen, dass es dem so sein sollte, dass man dem Krone nur als Ablenkung genutzt hat, um dann vielleicht im Endeffekt den ML zu bringen. Aber es wäre natürlich sehr cool, ne? Aber ich glaube, da müsste Krone auch mitmachen und ich weiß nicht, ob es da so eine Kooperation zwischen Krone und MAN gibt. Ich will es nicht ausschließen, weil so genau bin ich jetzt auch nicht in der Thematik da drin. Aber man überlegt halt sehr viel. Also es ist sehr interessant, was da alles für Gedanken dann auch geäußert wurden von euch, wie gesagt, teilweise in den Kommentaren. Könnt ihr auch jetzt noch gerne machen, wenn ihr dann nochmal irgendwie in der Zwischenzeit andere Dinge aufgeschnappt habt oder eine andere Theorie habt, was da kommen könnte, lasst es mich gerne wissen. Finde ich immer sehr interessant. Jetzt nochmal ein bisschen hier den Anblick vom Gespann hier genießen. Ja, Kügellackierung ist natürlich Standard hier. Da gibt es aber auch schon ein paar schöne Lackierungen von Lotec, die mit inbegriffen sind für den Auflieger. Finde ich wirklich sehr, sehr schön gelungen. Also fahre ich sehr, sehr gerne. Sehr detailreich und ja, so soll das auch sein. Hier linke Hand, glaube ich schon, das müsste schon hier das Messegelände sein, ne? Wahrscheinlich. Ja, könnte so sein. Und natürlich gibt es auch nochmal eine kleine Verwirrung, weil das werden wir gleich nochmal gucken. Auf dem Krone-Trailer steht Halle 27 und diese ist hier im Spiel nicht vorzufinden. Da hat mich auch der eine oder andere schon angeschrieben, meinte, ist da vielleicht einfach ein Fehler unterlaufen bei SCS. Vielleicht ist es ja die Halle 17. Die nämlich auf der einen Seite als 17, auf der anderen Seite als 37 gekennzeichnet wurde. Es kann sein, dass natürlich da irgendwie ein Fehler enthalten ist. Aber ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen. Das hat bestimmt irgendwas zu bedeuten. Und ich glaube, in Wirklichkeit hatte mal jemand recherchiert, sind die in Halle 24 auf der IAA in Hannover. Und die Halle 24, die ist ja wiederum zu sehen, ja, hier im Spiel. Von daher mal abwarten. So, hier ist jetzt rechts zum Messegelände, ITS, wie das ja hier im Spiel heißt. Dann gucken wir mal einfach mal, ob das mittlerweile vielleicht sogar gefixt wurde, falls es ein Fehler war von STS. Ansonsten wird da schon irgendwas dahinter stecken. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da sehr viel dem Zufall überlassen wird. Also Sachen. Weil ich meine, es hält ja auf. Es fällt ja auf, wenn man einen Trailer beschriftet mit einer Halle, die es aber so gar nicht gibt auf dem Messegelände. Da hinten steht der Trailer von Krone.
den sieht man auch bei TMP gar nicht rumstehen, ne? Den wir in dem Singleplayer sehen. So, jetzt haben wir eh nochmal Ruhe, da gucken wir nochmal drauf, was hier ausgeschlagen ist. So. Halle 27, Stand C40. Das ist nach wie vor die Halle 27. Also, ja, es ist vermutlich kein Fehler von SCS. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man den Fehler bewusst da irgendwie drin stehen lässt. Also, drauf stehen lässt. Deswegen, wie gesagt, in Real Life sind die wohl in Halle 24. Diese ist hier im Spiel zu sehen. Da fährst du jetzt oder was machst du? Na, dann fahr doch hier. Also eine lustige Hupe. Eieiei. Da war auch ein Kapperklaus hier. Einfach mal die Kreuzung blockieren. So, und dann sind wir hier auf dem Messegelände, was hier wirklich sehr, sehr schön gestaltet wurde. Inwiefern das aber alles der Realität entspricht. Wie gesagt, ich war noch nie auf dem Messegelände in Hannover. Und die Frage ist, hier auf diesem Partner-Banner steht auch, ist auch das Krone-Symbol zu sehen. Hier unten rechts seht ihr das. Da ist halt die Frage, war das auch schon vor dem Event da oder ist das jetzt erst mit dem Event reingekommen? Also unten rechts das Krone-Symbol, meine ich. Alle anderen Partner sind hier virtuell. Wobei ich glaube auch dieses Intel Society, ich glaube das ist irgendwie auch neu. Ist ja auch hier auf dem großen Banner drauf, also hier nicht, hier ist er nochmal hier da hinten, das pinke. Da ist nochmal Intel drauf, ansonsten finde ich es ja schön, dass man hier das Logo von der IAA drauf hat, mit mal mit der genauen Datumangabe, von wann bis wann die Messe ist. Das finde ich halt sehr schön gelungen. Und dann werden wir gleich nochmal ganz kurz gucken hier mit der Halle, ja, wo die dann sein soll. So, also hier ist die Halle 18. Und irgendwo hier in der Gegend, also da vorne ist die Halle 37, auf die wir jetzt zusteuern, wo wir jetzt hier einbiegen. Und ich glaube, da hinten war irgendwo ein Fehler. Da könnte tatsächlich irgendwo die Halle 27 dann stehen. So, da hinten ist die Halle 24, da soll also wohl, ohne wie gesagt, in Real Life dann ihren Stand haben. Mal gucken, ob dem auch so ist. Bitte links halten. Werdet ihr dann auch rausfinden, die jeden von euch da sind. So. Mal hier um die Ecke. Und dann irgendwo hier rechts abladen wahrscheinlich. Ja, hier direkt. Hier abladen. Oh, das ist ein Poller. Ah, das ist ja hier easy. Kein Problem. Oh, es fängt hier gerade an zu gewittern. Oh ja. Ich hoffe, dass alles stabil bleibt, dass hier nicht irgendwie Stromausfall oder so kommt. Oder es irgendwie einschlägt. Aber es geht endlich mal ab, das ist angenehm. So, dann einmal hier ordentlich einparken. Ungefähr gerade stehen mit dem Auflieger. So. Bis nach vorne ziehen. Dann schon nach hinten und dann stehen wir hier neben dem schönen Renault Range Devolution. Sieht auch immer schön aus, wenn er so simpel gehalten ist, ne? Gefällt mir ganz gut. Dann stellen wir den Motor ab, geben die Fracht ab und dann haben wir es mal wieder geschafft, reibungslos eine Tour ohne Mängel abzugeben. Lebensmittel von Düsseldorf nach Hannover für die Messebesucher natürlich. Die haben alle Hunger. Und dann gucken wir mal ganz kurz. Also hier ist die, also hier war die Halle 24. Hier ist die Halle 25. Hier ist die Halle 26. Dann hätte eigentlich hier nach Adam Riese die Halle 27 sein müssen. Hier ist aber nichts. Hier ist die Halle 12. Also eine ganz andere Zahl. Hier ist wiederum 26. Hier ist die Halle 17 und obwohl hier 17 steht, ist hier direkt nebenan 37. So, und hier steht wieder 17. Da kann ja wohl nicht sein. Also hier die 37 steht definitiv falsch. Das gehört da nicht hin, weil hier der ganze Komplex hier, das ganze Gebäude soll wohl die 17 sein. Also kann es ja nicht die 37 sein. Das heißt, hier ist irgendwie ein Fehler.
hat die Frage, sollte das dann weder 17 noch 37 sein, sondern sollte das vielleicht einfach die 27 sein? Das könnte durchaus sein. Also, falls ihr da irgendwie mehr wisst, dann schreibt es gerne mal rein. Das ist momentan so ein bisschen das, was für Verwirrung sorgt. Und auch hier ist nochmal ein Banner mit, ja, mit fossilfreien ja, Transportmitteln. Also hier ganz modern kleine Busse, wahrscheinlich so Bummelbusse, die man in Großstädten einsetzen kann. Wahrscheinlich sogar komplett ohne Fahrer, ne? Wahrscheinlich ist das alles schon mittlerweile vollautomatisch gesteuert. Also finde ich auch sehr interessant, gerade auch im Transportbereich. Heißt ja auch nicht nur, dass es um LKWs geht, sondern generell um Logistik, um ja, Transportsysteme und Möglichkeiten, Transportfahrzeuge. Wobei, war die Pommesbude hier auch vorher schon? Das ist ja jetzt auch neu, oder? Hier, Speisekarte Montag bis Samstag von 10 bis 12 Uhr. Und unten, glaube ich, dann irgendwas und 17 bis 19 Uhr. Okay, Burger, Pizza, Hotdog, 50% Rabatt. Ja, und Orient Bistro, also, scheint aber irgendwie neu zu sein, oder? Also, dass hier jetzt auf einmal auch so viel Werbung ist. Weiß nicht, was, ob es die Firma hier wirklich gibt, ne? Auch die wieder die Frage, aber bevor wir uns jetzt zu sehr verirren in diese Details, also mir ist die Bude hier auf jeden Fall nicht schon aufgefallen vorher. Und auch hier ist nochmal ein Banner hingekommen und auch hier ist wieder so ein Banner. Gut, hier war ich jetzt noch nicht gucken, die ganze Zeit. Kann also schon sein, dass es hier auch schon vorher stand. Aber vielleicht schmücken sie ja peu à peu noch was aus. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da immer Updates kamen in letzter Zeit. Aber so sieht es erstmal aus. Dann würde ich sagen, wir gehen nochmal hier kurz in den LKW. Gehen dann aber auch nochmal ins Menü, weil wir wollen ja nochmal ganz kurz gucken, wie das hier aussieht mit dem neuen, ja, wo sagen wir mal hier den MAN nehmen. Den hatten wir letztes Mal ja auch. Dann rüsten wir den einfach mal auf. Und dann haben wir hier vorne die Möglichkeit, wo jetzt die Flasche steht, dass wir da die Geschenke reinsetzen können. Also hier ist einmal diese Hannover-Tasse, die finde ich sehr schön. Auch da wurde ich nun mal berichtigt oder besser gesagt bestätigt. Ich hatte ja vermutet, dass das ungefähr so ein Rathaus darstellen könnte. Dem ist auch so. Rathaus von Hannover. So, das andere war, glaube ich, alles weiter unten. Das heißt, dieser LKW, der leuchtet, aber den ganzen, was war's hier, muss man erstmal den Überblick bewahren. Irgendwo war doch hier dieser LKW, der leuchtet. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Nee, hier war nicht, oder? Hier waren die anderen LKW. Hier ist er. So, der leuchtet dann hier. Also sieht das dann ganz so aus. Ich glaube, hier kann man sich dann noch eine Brotdose von Krone hinsetzen. Wenn das jetzt hier auch zu sehen ist, dann wähle ich die auch gerne mal aus. Hier, die Krone Lunchbox. Wird die dann aus. Sieht hier ein bisschen grau aus. Auf dem Foto sah die ein bisschen so transparent aus. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, so sieht der LKW also aus. Der leuchtet dann schön vor sich hin. Sieht im Dunkeln auch ganz gut aus. Kann man auch gerne mal bei der Natur, nächsten Tour mit reinsetzen. Finde es sehr schön. Also macht auf jeden Fall ein gutes Bild. Und da würde ich sagen, das war's dann mit der Tour hier im Rahmen des World of Trucks Events Destination Hannover. Hier wird es auch nochmal eingeblendet. Da findet ihr noch ein paar Infos, falls ihr noch dabei seid. Und hier seht ihr dann auch ein ne, persönliches Ziel erreicht. Und dann könnt ihr die Geschenke bei eurem World of Trucks Profil einlösen. Gut, dann würde ich sagen, mit diesen Worten beende ich hier die Folge. Danke fürs Einschalten und schaltet auf jeden Fall auch zu den nächsten Premieren und Videos wieder ein. Bis dahin, euer Big Panda. Bye bye.